langsam. Ah, habe ich meinen Pullover? Kannst du den mitnehmen? Der hängt da über dem Stuhl. Falls es fresh wird. Hello, good morning. Wir fahren jetzt los nach Kap de Lantoti zum Wochenmarkt. Es ist Sonntag. Es ist ein wunderschöner Bauernmarkt. Es ist früh, um 8 Uhr. Und es ist eigentlich gar nicht unsere Zeit. Und in Ungarn, ich habe es extra aufgeschrieben und auf Instagram auch geteilt. Also wir haben für 1 Liter Diesel 1,83 Euro gezahlt, umgerechnet, als Ausländer. Und wenn ihr ein ungarisches Kennzeichen habt am Auto mit ungarischen Papieren, also Kennzeichen klauen zählt nicht, dann kostet 1 Liter Diesel 1,14 Euro zurzeit, ganz aktuell. Man muss halt die Papiere da abgeben und die werden dann sogar gescannt, habe ich gesehen. Echt? Wisst ihr Bescheid. Bitte? Ja, schön im Schatten, genau. Wunderbar. Die haben sich hier richtig ausgerichtet auf Touristen. Das ist so ein Privathaus. Und die haben hier erst, als wir im ersten Jahr hier waren, 2018 oder so, konnte man hier parken. Für 500 Huf, also 1 Euro, ungefähr 1,50 Euro oder so. Und jetzt haben die hier richtig eine Bar, da kann man halt kleine Snacks und Getränke, Kaffee und eine Toilette, die entwickeln sich richtig weiter. So, bezahlen muss man immer beim Abhauen. Smurfy darf jetzt nochmal aufs Klöchen. Heute habe ich klugerweise das mitgenommen, den Umschnalldildo. Letztes Mal hatten wir den Kinderwagen dabei, den wir nicht brauchten. Die Flocke, ein Handtuch habe ich hier, Smurfys Schmuddeltuch zum Umhängen. Ja, sind 13 Grad. Bist du hingefallen? Was hast du? Ach, deine Aufkleber an den Schuhen? Ja. Macht nix. Mach ihn doch hier an. Standesgemäß. Mir ist sogar kalt und ich habe einen Pullover an. Smurfy, jetzt gibt's Fressen. Yum, yum, yum. Wieder mach mal so. Hauptsache Smurfy hat seine Flocke dabei. Und jetzt noch dabei. Oh. Ekelhaft. Steht nichts drauf, ne? Seht ihr das? Toll, ne? So viel ist das in Ungarn, dieses Handgearbeitete. Alles alt, alles was schön ist. Mal Espresso-Tassen. So Einzelstücke. Dürfen wir nichts anfassen, nur gucken. Schön, ne? Die kleinen Tassen? Nein, nein, das ist eine Mitte. Eine Vase vielleicht? Das ist sehr schön. Guck mal hier, der Teppich. Oder Decke, schön. Ich sag nichts anfassen und ich fass an. Was möchtest du mit? Ich würde zum Beispiel das finde ich schön hier, das Service. Nein, was soll ich damit? Nein, ich brauch das nicht. Ich find's nur schön. So, Waffeln gemacht, ne? Das ist toll, oder? Die Waffeleisen, die alten. Schön. Und die Muster. Ja. Schön. Was machst du, Livia? Boah, musst du auch da gucken? Toll. Wahnsinn. Der Opa ist da. Guck mal, hier gibt es Brot, ganz viel. Da. Toll. Schönes Brot, ne?
sogar. Hm? Kürbisse. Hm? Mhm. Kürbisse. Kommen wir hier rein oder wo lang? Da sind Feigen. Möchtest du Feigen? Oh, guck mal hier, die Kresse, wie schön. Was ist die Kresse? Kresse oder was das ist? Erbsen. Das sind, glaube ich, Zuckererbsen. Ja. Riecht nach gegrilltem, ne? Ja. Guck mal hier, möchtest du so einen? Baumstamm. Mhm. Schön gemacht, ne? Wir holen dir mal diese Stangen mit Kümmel. Das ist so lecker. Kostet 500 Forint für 100 Gramm oder irgendwie so. Ich weiß jetzt nicht genau. Mal Hagebutten. Hagebutten, ja. Mhm. Sprossen. Ach stimmt. Tolles, und zwar gab es hier so Bäume, einen Seidenbaum und zwei Feigenbäume haben wir gekauft, nehmen wir gleich mit. Und da möchten wir jetzt Dings, Limonade. Hast du 500 Huf? Ja. Möchtet ihr auch eine Limonade, Holunder? Nein, danke. Hallo. Hallo. Ja, das ist wirklich schön. Ne? Wir haben überlegt, Calvino und ich, wir möchten gerne Holzschüsseln haben zum Essen im Wohnwagen. Aber zu Hause hat, ja, aber zu Hause haben wir eine Spülmaschine. Dann packen wir es in die Spülmaschine, gehen die kaputt. Im Wohnwagen würden wir es wirklich nur von Hand spülen. Aber kennt ihr diese Holzlöffel vom McDonald's und so? Das schmeckt doch dann immer so voll nach Holz. Nicht, dass es damit auch so ist. Ja, das sind Seifenschalen. Aber die sind wirklich toll. 11.000 Huf. Ja, unsere Babys. Soll ich die nehmen? Ja, also die und ich nehme den großen. Zweimal Feige. Oh, ich wollte immer schon einen Feigenbaum haben. Das ist gerade ein Riesenereignis für mich. Wirklich. Oh, super. Ich habe Pipi in den Augen. Oh. Ja, das ist wirklich schön. Bestimmt schon seit 10 Jahren möchte ich einen Feigenbaum haben. Und jetzt habe ich zwei. Herzlich willkommen. Wir brauchen einen schönen Platz für die. Ja. Die kommen vorne vors Haus. Und der Seidenbaum auch. Da haben die pralle Sonne. Und der Seidenbaum, da hatte ich auch Samen bekommen für, hier in Ungarn. Aber...
Ach, das bedarf, bis sie dann wachsen und bis sie angehen und wir sind auf Reisen. Ich glaube, die gehen an. Ja, aber wir müssen die auch, die können die gar nicht vors Haus machen, weil das Tor ist ja noch auf. Dann kommt nachher wild und knabbert das ab. Ah, okay, okay. Ja. Okay. Ja, anscheinend. Ja. Schön. Was haben die jetzt gekostet? Feige 8.000 vorhin, ne? Ich hab 18.500 bezahlt. Aber 11.000 der Seidenbaum. Bei Mike, der Feigenbaum, der ist ja auch schön und groß. Mhm. Und die sind ja auch selten da. Ja. Ja, der ist noch nicht alt. Die wachsen ganz schnell, die Feigenbäumchen. Geht's auch mal? Dann haben ja nur die Feigenbäume haben ja nur 4.000 dann gekostet. 3.500. Ah, okay. Deswegen hätte ich hier mitgenommen. Ja. Wir haben ja erstmal zwei, können wir immer noch holen. Die werden ja auch schnell groß, so wie wir gehört haben. Hm, die mache ich unter einem Feigenbaum. Weil muss aber vorher aufgetaut sein. Der ist ja nicht schlimm. Die taut ja schnell auf. Ich muss brechen. Ach so, nein, das muss ich. Ich will das Loch machen, Plazenta rein und dann schon mal Erde drüber. Ja. Dass die dann, kann ja da drin auch auftauen. Aber ich würde nicht den Baum auf die gefrorene Plazenta setzen. Nein, die kann ja da drin auftauen. Wir haben doch auch im Kofferraum bei uns noch Platz. Da könnt ihr die doch reinstellen. Ja, ja. Ich würde die Löcher buddeln dafür. Ja. Plazenta rein, Erde drüber. Und dann würde ich einen Tag warten. Ja. Und dann würde ich die Bäume drauf machen. Ja, wir können ja mal lesen. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch 12 Stunden im Wasser stehen sollen, die Bäume, bevor man die pflanzt. Ja, ja, lese ich gleich. Die müsst ihr erstmal gut wässern auch. Wollt ihr nochmal Büchern gehen jetzt hier? Ich ja. Mach ganz in Ruhe. Nur bleib da stehen, bitte. So, wo kommt jetzt der Große hin? In welchem? Ich ihn aber nicht anpinkeln, ne? Ja, okay. Ja. Soll ich da einen Becher sauber machen? Ich war bei DM, während Bernd im Baumarkt ist. Und ich habe mal, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch gibt, bestimmt, weil es steht in Deutsch drauf, die Barista Bio Erbsendrink von DM mitgenommen, denn ich möchte ja wieder weg von der ganzen Kuhmilch und die kann man aufschäumen angeblich und die hat nur 1,20 Euro gekostet, also nicht viel teurer als Kuhmilch, da kann man gar nichts sagen. Und eine normale Hafermilch habe ich mir genommen, die habe ich früher immer für Kaffee genommen. Vielleicht schaffe ich es ja ein bisschen weniger Kuhmilch wieder zu nehmen. Ich habe zweimal die Kokoschips mitgenommen für meinen Granola. Wir brauchten Zahnbürsten, habe ich ein paar mehr mitgenommen, zwei für Livia und drei Pakete für uns, das passt immer, die vom DM, ein Dreierpack. Und meine Zahnpasta, die liebe ich total, die gab es eine Zeit lang nicht, die Kräuter, die gibt es auch eine grüne andere von der Dontodent, die schmeckt aber nicht so gut und es gab wieder Kräuter, deswegen habe ich drei Stück mitgenommen. Einmal Sicherheitswattestäbchen, ein Nagellackentferner, meine Lieblingshaarspangen für meine Fusseln, damit ich die so machen kann wie jetzt. Und einmal roten Nagellack. Genau, das war's. Das war's nicht. Ich habe noch einmal Kindermineralwasser mitgenommen, extra für Kinder. Nein, das habe ich nur genommen wegen dieser Flasche, weil im Auto ist das ganz praktisch für Livia. Und ich fülle die dann wieder auf. Wir wechseln die dann ab und zu. Es gibt ja auch so Trinkfläschchen für 10 Euro. Haben wir nicht gekauft. Wir kaufen immer solche. Und zur Not haben wir immer so ein Plastikpinnchen. Gibt es bei Teddy. Auch im Restaurant oder so. Genau, das klappt ganz gut. Und jetzt warten wir auf die anderen. Die sind alle weg. Guck mal, hier ist das Leihauto übrigens. Und da ist mein Seidenbaum drin. Schön, ne? Der ist schon richtig schön groß. Da hatte ich mal von einer Frau hier aus Ungarn, liebe Grüße an dieser Stelle, Samen geschenkt bekommen von einem Seidenbaum. Den habe ich bei ihr gesehen am Balaton. Und dann hat sie mir Samen gegeben und das habe ich, glaube ich, jetzt schon erzählt in dem Vlog, ich weiß es nicht. Man müsste die halt anziehen und die dürfen erstmal keinen Frost haben, weil die ja dann ganz empfindlich sind. Und dann mit dem Wohnwagen und so, das wäre ein bisschen kompliziert alles.
deswegen gab es den großen, ja, und die Feigenbäume. Und ich habe ja noch die Plazenta, oder wir haben noch die Plazenta im Tiefkühler. Guck mal, seit fast 2 Jahren jetzt haben wir die schon, die Plazenta. Und die wird dann, ja, endlich eingepflanzt, ne? Macht man doch so. Bei Calvino damals, als ich entbunden habe, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass so eine Plazenta, was damit gemacht wird, ob es überhaupt eine gibt, keine Ahnung. Ich habe überhaupt gar nichts mich informiert. Einfach ins Krankenhausgang zur Geburt. Und die Hebamme, wo wir entbunden haben, die hatte gesagt, was möchtet ihr, also im Geburtshaus haben wir entbunden, was möchtet ihr mit der Plazenta machen? Wenn ihr die nicht mitnehmt, dann geben wir die ab. Die wird ja entsorgt, die kann man ja nicht einfach im Müll schmeißen. Und die machen damit Experimente. Das wird weiterverarbeitet für Kosmetik und sowas alles. Und das wollte ich nicht. Und deswegen haben wir die mitgenommen. Ja, genau, das war der Hauptgrund. Wir wollten das nicht, dass damit was auch immer gemacht wird. Ja, jetzt räume ich es mal eben hier weg, unseren Einkauf. Smurfies außer Rand und Band. Oh, komm, Smurfy, wir gehen da hinten laufen unter dem Baum. Das ist Laub, Smurfy, Laub. Hui. Komm schnell. Fein. Oh, Kastanien. Hier sind richtige Kastanien. Gudrun. Kastanien. So, wir haben jetzt natürlich erstmal das Schloss genutzt als Hintergrund und haben Fotos gemacht von uns, von der ganzen Familie und einmal nur wir, also Bernd, ich mit den Kindern. Und die Fotos werden wir auf unserer Webseite veröffentlichen und einen Blogartikel dazu schreiben. So haben wir uns das gedacht. Das machen wir jetzt regelmäßig, damit ihr da schöne Geschichten lesen könnt. Livia! Hier bin ich! Bitte? Halloween dauert noch, ja. Aber man sagt, man hat früher da bei denen, bei der Familie, wo die Kürbisse vor der Tür waren, da wurden die Kinder abgeholt. Echo! Können wir machen. Ach ja, Souvenirmünze. Haben wir schon mal gemacht. Schön, ne? Welche wollen wir denn? Ja, ja. Hab. Ja. Ach, WC ist hier auch. Möchtet ihr auch eine Münze haben? Das ist immer gern gesehen. Welchen möchtest du denn? Letztes Mal haben wir dieses Motiv genommen. Das haben wir noch in unserer Erinnerungsbox. Du musst drehen, durchgehen. Immer wegnehmen. Ohne Pause durchgehen. Schön gleitende Bewegungen. Jetzt wird's gepresst. Gut, ist eine gute Idee, Geschäftsidee, ne? Einmal, einmal pressen und dann machen die Leute das auch noch selber. Ja, klar. Klar. Stopp, stopp. Da ist sie. Ich wollte hier auch noch mal das Symbol da runter. Oh ja, der ist richtig gut geworden diesmal. Aber das ist ein bisschen krumm, die Münze. Ja, was meistens. Schön. Was nimmst du jetzt? Ich habe dieses Wappen hier vom Fest. Also mein Köpfchen da weg, mein Schätzchen. Schön gleichmäßig, Papa. Tut, tut. Klang. Und? Klack. Ist kein Jam-Jam. Hier, Livia. Zeig mal. Lass mich mal gucken, ob es gerade ist. Das ist deine Münze. Nein. Ja, ich bin hier. Nicht angewachsen ist.
fällt ab. Vergisst man und sucht man die ganze Zeit. So, okay, es lädt. Jetzt mache ich Kaffee für uns, okay, alle? Ich weiß, du nimmst ganz normalen Kaffee, ne? So. Americano. Ja, wie immer, wie du immer nimmst. So mache ich dir den. Mit zwei, genau. Wir haben wieder mal beschlossen. Habe ich euch schon erzählt. Weniger vegetarisch, mehr vegan. Und jetzt probiere ich aus, wie sich diese Hafermilch aufschäumen lässt. Und das zeige ich euch gleich. Aus Deutschland. Die ist schon mal ein bisschen beige. Beige, Leute. Ich bin echt gespannt. Wasser, Erbsen und Öl sind da drin. So. Jetzt geht's ab hier. Normal muss das ja, also bei der Menge Milch wird es normal fast voll, das Kännchen. Dann kann ich das schön auf meinen Kaffee geben. Ich habe auch normal, ich habe mir angewöhnt, böse Michaela. Einen Löffel Zucker im Kaffee habe ich jetzt auch rausgelassen. Austragen die Kaffees. Also aufschäumen lässt es sich schon mal. Aber es ist auch wichtig, wie es schmeckt. Ne? Bitte? Jetzt habe ich gefühlt eine halbe Stunde gebraucht, um für alle Kaffee zu machen. Jetzt ist meiner bestimmt trinkbereit. Diese Tasse habe ich übrigens auch auf diesem Markt gekauft. Cap de Lantoti, aber schon 2 Jahre her oder so. So handgetöpfert. Ich finde die total schön. Und jetzt kommt der Geschmackstest. Also ich würde sagen, er steht jetzt so eine Viertelstunde und die Milch verhält sich wirklich wie Kuhmilch zum Aufschäumen und auch, wie es jetzt runtergeht. Aber jetzt kommt das Wichtigste, ne? Der Geschmackstest. Die riecht ein bisschen anders natürlich. Es ist okay. Man schmeckt das, dass das eine andere Milch ist. Das ist wirklich okay. Also, das ist diese Barista Bio vom DM. Da ist ja DM, ich glaube, europaweit gibt, ne? Erbsen aus Deutschland. Die hat jetzt hier 549 Forint gekostet. Ich glaube, das sind so ungefähr 1,30 Euro oder so. Mhm. Doch, da kann ich echt mit leben. Wirklich jetzt. Umso mehr ich trinke, umso besser wird es. Also man muss sich erst natürlich umgewöhnen. Aber das habe ich auch, egal, ob ich von Pulvermilch auf Kuhmilch. Ich benutze jetzt die Milch noch auf, die wir haben. Wir haben, glaube ich, noch 6 Liter oder so. 5 Liter haben wir noch. Und wir werden ja immer was da haben, sowieso, weil Calvino oder für Cornflakes zum Beispiel. Da habe ich schon so viel probiert. Mandelmilch, das geht, aber das ist wirklich mit Kuhmilch am leckersten. Aber ganz ehrlich, ne, wenn man ganz lange keine Kuhmilch gegessen, getrunken hat, ne, dann schmeckt das wie Kuhstall. Als ich vegan war, jahrelang, und dann probiert habe, Cornflakes mit Kuhmilch, dann war das so erstmal Kaffee mit Kuhmilch vor allem. Das war am schlimmsten. Also man muss es auch wollen, aber damit kann ich mich wirklich arrangieren. Ich habe ja noch eine Hafermilch mitgenommen. Da wollte ich mal schauen, weil im Wohnmarkt bin ich ja leider auf diese Pulvermilch umgestiegen. Pulverkaffeemilch. Früher habe ich immer Hafermilch getrunken und am liebsten die teure von Alpro. Da kostet 1 Liter 2,80 Euro oder so. Die kostet auch 1,30 Euro. Deswegen
probiere ich die nachher. Oder im Wohnwagen probiere ich die aus, weil die ist ja für einen Wohnwagen. Die nehme ich mit auf Reisen und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Und wenn ich das schaffe, dann bin ich ganz stolz auf mich, weil in Kuh, von Kuhmilch wegzukommen und Käse, das ist wirklich ganz schwer, weil in Milch ist sowas wie in Muttermilch auch. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber so ein Ding, wovon man süchtig wird, weil halt natürlich die Kuhbabys, die Kälber auch die Milch haben wollen. Das ist für uns Mensch auch wirklich schwierig, davon wegzukommen. Deswegen mag man so gerne Überbackenes und so. Ich halte euch auf dem Laufenden. Jetzt gehe ich mal zu den anderen. Ich muss euch was zeigen. Ich habe ja Wein versucht, versuche ich selber zu machen. Und der Gerschbund hier oben ist ja drauf, damit Gase ausweichen können, aber nicht Luft reinkommt. Jetzt habe ich es gerade geschüttelt, soll man ja ab und zu machen. Und guck mal, es blubbert. Das heißt, es bilden sich Gase. Also müsste ja jetzt hier schon quasi Federweißer entstanden sein. Also es ist nicht weiß, ne? Ich weiß, es ist rote Trauben. Da blub, blub, die Gase gehen hoch. Jetzt versuchen wir das hier auch mal. Ich habe gesehen, in dem hier ist viel mehr Most, oder wie das heißt, als in dem. Vielleicht ist der schon weiter deswegen. Zu den Räucherstäbchen wurde ich gefragt. Gute Überleitung, ne? Die habe ich ja geschenkt bekommen von Bernd und Bernds Eltern zum Geburtstag. Weil die so intensiv riechen, wurde ich gefragt, wovon die sind. Und wir haben die bei Amazon bestellt. Die sind von dieser Marke hier, H.E.M. Ganz viele Sorten, war so ein Multipack. Und wenn du Kokosnuss anmachst, riecht es nach Kokosnuss. Und wenn du, was weiß ich, Rose anmachst, riecht es nach Rose. Kann ich euch sehr empfehlen. Die riechen gut. Ich räume jetzt den Einkauf weg und bereite Essen vor. Und so. Ungefähr. So, wir befinden uns in der Vorbereitung. Ich habe mir mal so einen Möhrensalat mit Petersilie gemacht. Der schmeckt ganz gut. Den snacke ich die ganze Zeit nebenbei. Das war voll hier, die Dose. Gyros eingelegt. Das muss gebraten werden. Einen Moment, Livia. Ich hole dich sofort raus. Halt das mal kurz fest. Halt mal kurz fest. Das ist Reste von gestern. Das machen wir auch in die Wraps. Das wird mein Aufstrich aus gelben Splittererbsen. Das muss dann natürlich püriert werden. Und hier sind die Backofen-Kartoffeln. Ach so, dann muss ich hier noch Wrap rausholen. Na, hier Dürüms haben wir gar nicht Wrap. 8 Stück. Das essen wir 2 Tage wahrscheinlich, ne? Guck mal, dann haben wir hier Gemüse geschnitten. Wir haben Peperoni. Jetzt fehlt nur der Papa. Ja. Versteckst du dich? Der Papa ist nämlich zum Wohnwagen gefahren und macht da die Außensteckdose. Ja. Das Tuch? Ja. Ja. Und ich? Ich bin richtig müde. Wir sind ja, weiß ich nicht, 6 Uhr aufgestanden. Ich war lange wach gestern. Ich konnte nicht so schlafen. Ich habe euch ja erzählt, gestern habe ich eine schlechte Nachricht bekommen. Und musste eine Entscheidung fällen. Und das habe ich ja gestern gemacht. Aber trotzdem denkt man dann die ganze Zeit. Also ich habe die ganze Zeit noch darüber nachgedacht. Ja, und jetzt spülen wir und räumen auf, ne? Ja. Ich sag noch eben meinem Vlog tschüss. Es ist abends, wir hatten jetzt gerade den Livestream, haben die Kochbücher ausgelost. Wir haben ja Print-Kochbücher verlost, die der Band mir zum Geburtstag geschenkt hat. Die werden hoffentlich dann noch diese Woche jetzt verschickt, wenn sich alle melden, dass wir die rausschicken können. Und ich zeige es euch nochmal, wie so schön sind, wenn die so ausgedruckt sind. Also die sind unverkäuflich, ne? Ich zeige euch die nur, weil ich die schön finde. Das zweite Kochbuch ist ja vegetarisch. Ist ungesund. Wenn ihr eins haben möchtet, gibt es nur die PDF-Version. Als E-Book könnt ihr euch das gerne kaufen. Auf unserer Webseite könnt ihr euch auch anschauen, was ihr damit kochen könntet, wenn ihr möchtet. Genau, und wir... Guck mal, den habe ich gestern gemacht. Den habe ich auch heute gemacht. Heute habe ich hier fast die Bude abgefackelt. Den Nutella-Tassenkuchen hatte ich noch im Kühlschrank. Gestern habe ich die gemacht und ich hatte noch einen Rest im Kühlschrank. Das ist so Mikrowellen, das ist nur 3-Minuten-Rezept, voll cool, richtig lecker. Und das ist fast abgefackelt, weil die Mikrowelle zu heiß eingestellt war.
und zu lange drin war. Es hat so gestunken nach Qualm. Es stinkt, glaube ich, immer noch nach Qualm hier. Ja, egal, kann passieren. Ne? Muss man ja auch drauf aufpassen, wenn man es reinstellt. Also, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde sagen, ich wollte jetzt erst sagen, schönen Wochenstart, aber wenn ihr das seht, dann ist ja schon Dienstagabend. Also, das vertue ich mir auch manchmal. Bis morgen in alter Frische. Tschüss.